Und damit willkommen zurück zu Earth 2150. Auf geht's zu den großen Seen in der UCS-Kampagne. Wenn man hier mal so eine kleine Startbasis hat, was auch mal sehr schön ist. Und natürlich die Ioten keine Energie hat, ne? Ja. So, Forschung, was sagst du? Huhuhu. Ui, dankeschön, endlich mal. Na, endlich. Ich habe aber leider keine Landeplattform, okay. Das ist in Ordnung. Oder auch nicht. Je nachdem, wie man es sehen möchte. Was bist du hier? Naja, passt schon. Geh du an dem hier hin. So, zack. Fertig, grob. Blablabla. In Ordnung. Nee, ist eigentlich nicht in Ordnung, aber... Ich kann jetzt nichts. Ja, kannst du mal gerade nicht ändern. Sagen wir es mal so. Ihr könntet theoretisch... Ja, ich mache euch mal zu Raketchen. Raketchen. Ich hätte warten sollen. Egal. I hate limits. 1, 2, 3. So. Und so. Zack. Zack. Passt. Ich hätte echt warten sollen. Naja, dafür werdet ihr jetzt fertig gemacht. Ich brauche hier noch ein Gebäude. Sehe ich gerade. Und zwar dich. Transporter. Bei Fuß. 1, 2, 3. Machen wir erstmal zwei. Erstmal zwei reichen. Ja, Gebäude aufgelöst ist in Ordnung. Scheiß Schall. Aua. Schall tut's einfach so weh. Heieieiei. Aber ja, was will man machen? Was kann man nicht ändern, ne? So, und du darfst hier kein Geld wegschnabulieren. Dafür habe ich meine Hauptbasis. Das war nichts anderes. So, ich will mal einen von euch hier drüben haben. Und einen von euch hier unten. Falls CLC denkt, ey yo, ich will hier unten bauen. Und ihr fliegt mal ein bisschen höher. Ich will mal kurz. Müssen mal alle rein. Dann ihr alle. Einfach. So. Ich weiß ganz genau, wo die LC ist. Deswegen will ich gucken, ob ich da deren Ressourcen und so alles zerstören kann und Energieversorgung. Hier sind es nämlich. Yep. Ich lasse sie zerstöre. Ne, Energieversorgung ist nicht kaputt. Ist in Ordnung. Oder nicht in Ordnung, je nachdem, wie man sehen möchte. Komm mal runter. Ich sehe die, da ist die Versorgung. Ich weiß nicht, ob die Munition reicht dafür. Ah, sieht nicht so aus. Mach mal Licht an. Oh. Da muss ich definitiv dann gleich hin. Oder jetzt schon. Zack, dahin bitte. Muss man am Anfang ziemlich viel machen, um mal möglichst viel Ressourcen sei es rauszukriegen, ne? So, Transporter, kommt her. Weil die Sachen will ich auch noch haben, ne? Ja, das Geld wird langsam knapp. Sagt die Forschung.
Ist noch nicht fertig. Aber ich kann trotzdem schon mal sagen, stell mal ein paar her. Und die 5000 aus, genau. Ist ja auch in Ordnung. Und sehr schön. So, die kommt mal hoch. Ja, ihr werdet angegriffen, ist in Ordnung. Und ist zerstört, oh, das ist gut. Oh, jetzt haben die keinen Strom mehr, oh, das ist gut. So, das heißt, ihr könnt jetzt Licht anhaben. Weil das jetzt irrelevant ist, ob die jetzt, ja, ob die jetzt keinen Strom haben oder nicht. Licht anhabt oder nicht. Und die haben immer Energie. Immer. So, weg damit und weg damit. Und dann könntet ihr theoretisch einfach hochlaufen. Sollte jetzt absolut kein Problem sein. Dann, Transporter, danke. Und ihr dahin. Eins. Machen wir so. Entladen. Waren das jetzt alle? Nee. Wollte schon sagen. Ah, die haben jetzt wieder die Identitätskrise, da nicht reingehen zu wollen. So, Plasmakanone ist fertig. Ich brauche euch nicht. Diesmal nicht. Ein da. Dankeschön. Sehr, sehr freundlich. Ihr zerstört hier Freund. Jo. Jo. Ich glaube, das war's jetzt mit der LC. Völlig Streitkräfte vernichten einfach nur. Okay, ist in Ordnung. Kommst auch mal dahin. Und du jetzt genauso. Oh. Okay, cool. Gut. Dann ist die Mission jetzt auch schon zu Ende. Ah, schön. Gut. Dann sehen wir uns am Ende der Mission wieder. Also wenn ich jetzt hier alles zurücktransportiert habe, die ganzen Ressourcen und so alles, ne? Versteht schon. Machen wir das einfach mal, ne? 314.563 Ressourcen, die jetzt zur Baubasis geschickt werden. Ja gut. Warte mal, wenn es wirklich so viele sind? 111.000? 160? 220? Ja, passt schon. Okay, gut. Dann werde ich hier dem da warten, bis die ganzen Ressourcen da sind und so alles. Das müsst ihr dann nicht sehen, ne? Ihr werdet sehen, wie die Zahl hier groß ist und so alles. Von daher. Vielen Dank fürs Zusehen. Falls euch der Part gefallen hat, lasst doch ein Like da. Und wir sehen uns dann in Kurchatov FZ, also Forschungszentrum, wieder in der nächsten Folge. Bis dann. Cheerio.